Farm einfach die Eisenfarm voll geworden. Ich stand jede Menge hier AFK. Ich habe auch die Baumfarm repariert. Und ich habe hier hinten noch mehr Knochen mehr hinzugefügt. Und, oh, das habt ihr gar nicht gesehen, genau, ich habe das hier hinten auch aktualisiert. Weil vorher war das alles unsynchron und unsymmetrisch und jetzt sind es im Prinzip für jeden dieser drei Trichter hier, ist für jeden Trichter gleiche Menge an Knochenmehl hier hinten. Dass es genau gleich aufgeht. Dann habe ich hier hinten die halbautomatischen Farmen laufen gelassen. Die laufen auch noch in der 1.19. Wie auch immer das sein kann, die funktionieren einfach noch einwandfrei, ohne Probleme. Und dementsprechend habe ich auch die Menge an Holz rausbekommen. Das ist nicht wenig, Digga. Guck, allein mal Setzlinge. Genau, Setzlinge habe ich hier schon mal einmal vier, fünf Doppelkisten Eichenholz-Setzlinge habe ich schon weggebracht. Also das war voll schon einmal das Lager und ist jetzt wieder fast voll. Dann Birkenholz-Setzlinge sind auch fast voll und Fichte habe ich auch jede Menge. Und die sind ja nur nebenbei gekommen, genau. Stöcke auch, ganz viel und Äpfel. So, dann Eichenholz, Digga. Oh, falsche Kisten. Guckt euch das an. Ich war so fleißig, Bruder. Ich stand so viel AFK, ihr glaubt gar nicht. Eichenholz auch. Zack. Wir sind einfach so dermaßen versorgt mittlerweile mit Holz. Das ist so gut. Und ich werde noch mehr AFK stehen. Das ist gut. Ich versuche von jeder Holzsorte, die wir hier machen können, einmal 8 Doppelkisten zu haben. Noch mehr Holz, was von den Halb-AFK-Farmen zusammengekommen ist. Boah, Digga, es geht sogar... Geht es bis hier oben schon? Ja, bis hier. Und die hier sind auch 4 Doppelkisten fast. Dann haben wir gesagt, ich brauche noch Snow für den Amapolis. Das nehmen wir jetzt auch gleich mit. Und dann habe ich hier einfach, ich habe einfach so einen Snowman gebaut und habe hier die ganze Zeit mit Schaufeln, die ich mir auch enchanted habe, da sind auch Level reingegangen, habe ich hier die ganze Zeit Snow gefarmt. Also so Half-AFK habe immer wieder zu Blöcken umgecraftet und jetzt haben wir eine Doppelkiste, zwei Doppelkisten, ja, gute 2/3 Doppelkisten Schneeblöcke. Ich werde erstmal gucken, wie weit wir mit denen kommen. Ich hoffe, dass sie ausreichen für den gesamten Amapolis. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir können gleich mal die Replay, warte, ich kann euch die Replay-Vorschau zeigen, dann seht ihr einmal die AFK-Zeiten. Also ich habe hier 3 Stunden 20, 4, 5 Stunden, 4 Stunden, 1 Stunde. Also ich denke mal so roundabout 20 Stunden, bisschen weniger vielleicht. Also ordentlich Zeit. Die Pilzfarm. Eine kleine Tour, ich habe es ja im letzten Video nicht viel erzählt, nicht viel gezeigt, sondern nur runtergerattert. Ich habe das Netherportal von da, hier standen auch mal ganz viele Schagerkisten, habe ich das Netherportal hier getan, mit einem Bett, mit einer Kiste und noch einer Kiste mit der Erklärung, wie die Pilzfarm funktioniert. Dann habe ich hier das Block Storage im Prinzip nur umgebaut und habe das einmal umgeleitet. Und jetzt gehen die Pilzstierblöcke einmal in die Seite und die Pilzblöcke an sich gehen in die Seite vom Storage System. Das ist jetzt nicht voll, das ist alles beides jetzt leer, weil ich es jetzt abgefarmt habe. Und hier werden die dann gelagert. Und sobald es voll ist, deaktiviert sich die Farm durch den Mechanismus hier. Und dann baue ich alles ab und alles fällt hier in die Trichter. Die Trichter bringen es dann hier in Schalkerfüller. Und die Schalkerfüller machen es halt in Schalkerboxen und dann hier rein. Das zeige ich euch gleich. Genau, dann hatten wir hier vorher ganz viel Redstone. Dieses Redstone ist jetzt weg. Ist Geschichte, Digga. Und ich habe hier einmal Half-Steps überall rüber geplaced und hier den Berg nochmal, da ist eigentlich ein Loch drin. Warte, ich kann euch das zeigen. Weil hier war Redstone vorher. Hier ist eigentlich ein riesiges Loch drin, aber ich habe da einfach, komm, ich gesagt, komm, ich setze Stein drumrum und ja, baue das fertig. Dass es fertig ist. Wisst ihr, wie ich meine? Dass es einfach fertig ist. Hier hinten wird Knochenmehl, was überschüssig ist, und Pilze, die überschüssig sind. Hier Pilze, da Knochenmehl. In Schalkerkisten gepackt und die Schalkerkisten werden, wenn sie voll sind, auch abgebaut und dann in ein externes Lagersystem gebracht, dass wir wirklich auch bei der Farm keinen Stuff verschwenden, keinen verbrennen, sondern alles, was produziert wird, wird auch ordentlich gemacht, also ordentlich gelagert. Genau, guck mal, das ist jetzt das, was schon alleine an Pilzen, das sind nur Pilze, zusammengekommen ist. Es kommen immer mehr braune Pilzblöcke zusammen als Pilzstiele. Ich weiß nicht warum, ich denke mal, das ist einfach, weil hier, guck mal, da kommen 5 Blöcke jeweils an. Und Pilzstiele kommen ja immer nur 4 oder 3, glaube ich. Und deswegen ist halt das mehr als das andere, ist ja logisch. Und wenn ihr jetzt hier reinguckt, zack, haben wir auch 1,5 Doppelkisten voll mit Pilzstielen und 2 Doppelkisten voll mit braunen Pilzblöcken. Aber die brauche ich nicht. Also die brauche ich nicht zum Bauen oder sonstiges, sondern die sind halt einfach hier. Ich bin so sauer, weil beim Mechanismus, wenn man hier AFK steht, droppt hier oben TNT. Seht ihr ja, TNT-Dripper, droppt TNT runter. Und wenn du hier auf K stehst, kriegst du immer Damage vom TNT. Immer so ein Duff, Duff. Und mit der Zeit macht natürlich das TNT die Rüstung kaputt. Und somit habe ich meine Netherite-Rüstung verloren.
weil die kaputt gegangen ist wegen der Explosion des TNTs. Und dann habe ich mir jetzt so eine neue Billo-Dia-Rüstung gemacht. Und mit der müssen wir jetzt auch erstmal auskommen, mit dieser Dia-Scheißrüstung. Hier sind die Level rein verschwunden. Alles Effizienz 4, Haltbarkeit 3, Reparatur, Behutsamkeits-Echse, um die wirklich zu benutzen. Und zwei sind jetzt leer geworden, von dem, was ich jetzt schon gefarmt habe. Pilzfarm haben wir, Pilze gefarmt haben wir, Schnee gefarmt haben wir, Holz in Unmengen haben wir. Genau, die Eisenfarm ist noch voll. Das habe ich ja heute schon im Video gesagt. Die Eisenfarm ist komplett voll und die Rüstung ist geborgt. Ja, das ist alles. Und jetzt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir den Weiterbau des Emmerpillars. Und zwar machen wir das Treppensystem, was super kompliziert ist, und die Pfeiler für den vorderen Balkon. Ich war aus Versehen in dem Clip muted gerade. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja, ich habe gehört, dass Minecraft für die nächsten 50 Jahre Updates geplant hat. Also Updates zu unterstützen und das Game zu unterstützen. Und das passt perfekt in meinen Zeitplan, TBH. In 50 Jahren bin ich gute 70, Digga. Bin ich wahrscheinlich schon 20 Jahre in Rente, habe ich dann die krasseste Minecraft-Welt. Glaubt ihr, in so 30 Jahren gibt es noch jemanden, der seit 30 Jahren seine Survival-Let's Play-Welt aktiv spielt? Ich werde sie jetzt nicht jeden Tag aktiv spielen. Aber immer im Winter, also ich werde, so ist zumindest mein zukünftiger Plan, so wird es auch laufen, dass ich das immer so machen werde, dass ich im Winter halt zocke und dann irgendwie ab März oder so halt mein Real-Life-Leben lebe, Digga. Und dann halt wieder zocke, sobald Oktober wird, so mäßig. Motorradfahren, zocken, aber ich trotzdem Twitch und die Social-Media-Plattform miteinander verbinde, das wäre cool irgendwie. Aber ich glaube, das ist ein ganz cooles Prinzip und das kann ich auch noch in 30 Jahren so machen. Es sieht sehr interessant aus. Ich baue jetzt die Gerüstblöcke noch nicht ab, außer mir fehlen da drüben welche, sonst lasse ich die erstmal stehen, falls wir noch irgendwas aktualisieren müssen oder so. Ja, das ist jetzt die Unterseite. Sieht sehr schick aus, war sehr kompliziert. Total anstrengend. Ist auch eine bodenlose Frechheit, dass wir 1,5 Stunden dafür gebraucht haben. Und das baue ich da drüben jetzt nochmal. Und wenn wir das haben, dann müsste es relativ flott gehen, weil, also guck mal, ich kann es ja hier zeigen. Und da machen wir ja nichts, außer diese Sandstone-Treppen hier placen. Und das ist ja total easy, Digga. Es geht ja total flott. Und dann setzen wir hier, das hier ist nochmal komisch. Und wenn wir hier oben sind, ist ja dann eh kein Ding mehr. Wir haben auch bald die ersten zwei Doppelkisten an Endstone komplett verbraucht übrigens. Sandstone haben wir ja generell genug und so, aber an Endstone sind wir bald out of. Wir haben sehr viel geschafft. Die Treppe ist fertig. Alter, sieht das krass aus. Der Balkon ist fertig, komplett. Die andere Seite der Treppe auch und ich habe hier unten den Boden ein bisschen weitergezogen. Eigentlich müsste ich den Boden auf der anderen Seite jetzt auch weiterziehen, habe ich aber jetzt keinen Bock drauf. Und beim nächsten Mal fangen wir dann an mit der zweiten Etage. Also jetzt wirklich, ist schon heftig. Ist schon heftig. Ist geil. Ist geil. Ist eine Katastrophe. Guck mal, wie sehr der alles zerstört, ja. Bruder, was soll das? Also wirklich der komplette Berg hier. Die Kante, die Kante, die Kante und bis hier. Genau bis hier. Der komplette Berg hier kommt nochmal weg. Der muss auch weg. Das ist ja eine Katastrophe, dieser Berg. Wirklich. Ich weiß auch nicht, warum ich den damals noch nicht weggemacht habe oder den Emmerpillars sich weiter nach da hinten geschoben habe. Wieder jede Menge geschafft. Die Grundebene vom Emmerpillars steht komplett. Also wirklich komplett, komplett. Und jetzt können wir morgen anfangen mit den Pfeilern, die dann hier hinkommen und mit den Pfosten von Etage 2. Das wird richtig krank.
Boah, da werden wir auch morgen gut weit kommen, glaube ich. Ich stell mal vor, wir werden morgen mit den Pfeilern von Etage 2 fertig. Aber wenn wir mit den Pfeilern von Etage 2 fertig werden, ist ja schon wirklich krank. Also der Progress bis hierhin war heute irgendwie ein bisschen anstrengend, fand ich. Ich weiß nicht warum. Aber wenn ich jetzt hier so stehe und mir das so angucke, es ist schon geil. Es wird immer geiler. Mich stört die Schilderwand hier schon richtig, weil die total die Größe des Emmerpilles versaut. Und die steht im Weg von der Sicht her. Boah. Es sieht halt durch die Blockmischungen, sieht es irgendwie auch so real aus, ne? Durch die Struktur, die in den einzelnen Blöcken ist, sieht es auch alles so von weit weg auch so geil, wertig aus. Also die ganzen Grundpfosten haben wir jetzt gebaut von Etage 2. Komplett, Alter, das hat 3 Stunden gedauert jetzt. 3 verdammte Stunden für diese ganzen kleinen Scheißpfeiler. Und jetzt setze ich im Prinzip die Blöcke oben drauf, die wichtig sind. Warte, ich zeige es euch auf der Extra-Welt einmal. Unten wieder mit dem Blockverhältnis. Na, Blockverhältnis hat sich geändert. 40% Endstone, 10% Sand, 50% Sandstone. Was ist das denn? Eine riesige Minecraft-Basis? Wie groß? Und da kommst du um die Ecke und siehst das. Bum, 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 bum. Und dann so, was? Wie kann das sein? Oh mein Gott. Und was, Ben? Es ist alles weg, komplett. Ja. Bauchnebel sind dermaßen wichtig. Oh, Bauchnebel, Digga, ich hab eine Dame kennengelernt in Real Life, die hatte einen schönen Bauchnabel und ich wusste es nicht, Digga. Ich wusste es nicht. Und dann habe ich den Bauchnabel gesehen und ich dachte so, Jackpot, Bruder. Dachte ich, ja! Die hatte so einen schönen Bauchnabel. Wow, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja, ich will auch mal Tattoos haben, aber ich habe jetzt einfach nicht die Kohle. So, ich habe jetzt meine ganzen Führerscheine gemacht, mir ein Motorrad gekauft und einen Roller. Werde jetzt so bald ausziehen. Erstmal reicht das Geld nicht, aber bald hole ich mir auch Tattoos irgendwann in den nächsten Jahren. Ich will unbedingt am Hals bis hier die Arme runter. Also ich weiß nicht, ob links, aber rechts auf jeden Fall komplett, weil rechten Arm sehe ich immer. Und dann safe im Bauch, Beinbereich safe auch noch, Digga. Tattoos kommen auch mies gefährlich beim Motorradfahren. Meine Freundin hat auch Tats, das ist Game Changer, ja. Ich finde auch Tats sehr, sehr wild. Fleißige Farming Season ist vorbei. Wir haben jetzt wieder 1, 2, knapp 3 Doppelkisten. Die werden auf jeden Fall ausreichen für den Ember Palace. Alle Pfeiler finished. Alle Pfeiler finished. Wir fliegen nochmal kurz ab, ob wirklich alles fertig ist, aber ich glaube, es sind alles fertig. Das sind auch so viele Pfeiler gewesen, ne? Wisst ihr eigentlich, was wir gerade beendet haben? Die Pfeiler, es waren wirklich viele Pfeiler. 2, 4, 6, 7. Es sind 54 Pfeiler mindestens, die wir gebaut haben. 54 Pfeiler A, 21 mal 2 mal 3 Blöcke. Geisteskrank. Auch ordentlich Stuff verbrannt. Ich glaube, über 6 Doppelkisten an Blöcken mindestens. Und jetzt machen wir uns gleich an den Next Step. Ich zeige euch gleich, was der Next Step ist, Chat. Ich erkläre es euch lieber anderweitig. Ich musste dann nochmal alle einzelnen speziellen Pfeiler um 2 Blöcke erhöhen, weil ich das nicht mit einberechnet habe, um im Prinzip die Details am Ende ordentlich daran zu bauen. Dann habe ich bei den ersten 5 Pfeilern schon die Details gebaut. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ihr seht es jetzt gleich. Heute schreiben wir den 15.01. und wir haben die Pfeiler fertig bekommen und schon, ja, größtenteils mit den Details gut angefangen. Und hier vorne zum Beispiel die Details hängen die alle schon, die ganzen Holzdetails der Pfeiler. Das ist sehr cool.
Wir müssen aber die Details trotzdem noch fertig machen. Also es ist noch sehr viel offen von dem, was gebaut werden muss. Aber, also guckt euch das mal an, bitte, wenn man hier durchfliegt, das sieht schon wirklich geisteskrank aus. Es laggt auch mittlerweile schon, weil wir hier so viel gebaut haben und weil ich auf 26 Chunks spiele. Also es wird immer krasser. Die Zeit lohnt sich. Achso, und wir haben hier unten die Details auch fertig von den Pfeilern. Boah, sagt ehrlich, das kommt schon krass gefährlich, oder? Das ist riesig. Ich will einen Baum pflanzen, einen normalen Minecraft-Baum, damit man einen Vergleichswert hat, an dem man sich orientieren kann. Ich setze jetzt hier einen Minecraft-Baum. Bitte werd nicht groß. Okay, sehr gut. Okay, jetzt sieht man es wirklich krass. Ja, uns fehlt einfach der Vergleichswert. Okay, das ist... Also das ist wirklich ein Vergleich, oder Chat? Das ist ein normaler Minecraft-Baum. Ein ganz normaler Baum, wie er in Wäldern steht, so. Ich laufe gerade durch einen Minecraft-Wald. Oh, scheiße. Wo bin ich denn hier? Das ist aber groß. Alter, das ist, also der Vergleich mit dem Baum war schon wichtig, oder? Oder, sag mal ehrlich, der Vergleich mit dem Baum zieht auch. Das ist wirklich ein normaler Minecraft-Baum. Und das ist der scheiß Emmerpilis. Guckt euch, das sieht so surreal aus. Es sieht nicht aus wie Minecraft Survival. Überhaupt nicht. Digga. Okay. Sorry, Alter. Das ist ein schönes Abschlussbild. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hoffentlich weiteren Progress am Emmerpilis gibt.